Hallo, herzlich willkommen heute Abend im Sprengbüro. Wir freuen uns, dass die Fraktion, die Piratenfraktion aus dem Abgeordnetenhaus Berlin, heute zu Gast ist bei uns. Eine weitere Veranstaltung in der Reihe Fahrscheinlos. Und Andreas Baum ist wieder der Gastgeber und er stellt uns auch jetzt unser Gast vor. Vielen Dank. Ja. Hier soll ich reinsprechen. Ich hoffe, man hört mich sehr gut. Heute zu einer neuen Ausgabe von Gesamtnetz. Wir haben heute den Herrn Bernd Zanke vom ADFC bei uns und der ist dort Vorstandsmitglied und engagiert sich an dieser Stelle und Position für den Radverkehr in Berlin. Herzlich willkommen. Ja. Schönen Dank für die Einladung und freut mich, dass einige hier sind, die wirklich für den Radverkehr einiges tun. Wir haben ja beide vorhin draußen schon miteinander gesprochen. Verkehrsschule, Jugendverkehrsschule war schon ein Thema. Aber ich denke, wir werden viel spannendere Themen noch haben, die auch alle noch bewältigt werden müssen. Und vielleicht nochmal zu meiner Vorstellung ganz kurz. Wie gesagt, Bernd Zanke, ADFC, Landesvorstand seit einigen Jahren für den Radverkehr, für Verkehrssicherheit. So habe ich mal begonnen und habe mich dann, wie das immer so ist, man arbeitet sich auch in andere Gebiete rein, Verkehrspolitik, Pressearbeit, Medien, so dass ich also mit unserer Landesvorsitzenden mir diesen Aufgabenbereich geteilt habe. Ja, und spannend ist natürlich, was die Politik, und ich bin ja hier mit Politikern an einem Tisch, vorhaben werden. Und wir als ADFC werden natürlich unseres dazu beitragen, dass wir den Radverkehr mit Ihnen gemeinsam gestalten. Genau, und heute soll es um das Thema Fahrradbeauftragter gehen. Den gab es auch mal in Berlin und gibt es inzwischen nicht mehr. Und wir denken, dass das ein Baustein sein kann, um dafür zu sorgen, dass der Radverkehr in Berlin auch wieder eine andere Gewichtung in der Verkehrspolitik bekommt, als er das bisher hat. Ich habe dazu auch einiges vorbereitet, und zwar erstmal zur Situation heute. Wenn Sie wollen, können Sie sich direkt umsetzen, dann können Sie auch noch sehen. und zwar gibt es ja seit 2012 keinen Radverkehr mehr, Fahrradbeauftragten mehr in Berlin. Da sieht man schon den freudschen Versprecher. Fahrrad gefahren wird trotzdem, auch wenn es das eben nicht mehr gibt. 2013 wurde auch eine Radverkehrsstrategie vom Senat beschlossen, die bisher kaum umgesetzt wird. Jedenfalls ist das unseren Anfragen, die wir immer wieder auch zu dem Thema stellen, zu entnehmen. Jedenfalls aus unserer Sicht gibt es ja unzureichende Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt werden, Verantwortungs- und Koordinationswirrwarr. Und dann gibt es auch wieder das alte Thema mit den Bezirken, dass die sozusagen gar nicht in die Lage versetzt werden, sich um den Radverkehr zu kümmern. Es gibt in anderen Städten, dazu habe ich drei Beispiele, sieht das anders aus. In Frankfurt am Main gibt es ein Radfahrbüro seit 2009 an zentraler Stelle angesiedelt und funktioniert eben auch als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik, Öffentlichkeit und Bürgern. Und dort sieht man auch, dass es einen Effekt hat, nämlich dass der Radverkehr doch auch in Frankfurt, was ja auch nicht so als klassische Radfahrerstadt bekannt ist, durchaus signifikant steigt. In Potsdam, da gab es ja zuletzt den Nationalen Radverkehrstag, auch dieses Jahr wieder. Und dort wurde auch darüber berichtet, was dort passiert. Da gibt es seit 2009 auch einen hauptamtlichen Fahrradbeauftragten, der auch in zentraler Stelle angesiedelt ist. Der hat ein Mitentzeichnungsrecht bei Baumaßnahmen. Und inzwischen ist in der mittelfristigen Finanzplanung über 10 Euro pro Einwohner und ja eingestellt für die Radverkehrsförderung. Da sieht man eben auch, was das für einen Effekt hat und dass es dann auch mit einem entsprechenden Preis bedacht wird. Drittes Beispiel in Wien.
Das ist ein Foto, was ich in Potsdam gemacht habe, einfach von einer kurzen Präsentation, sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich erkläre es mal ganz kurz. In der Mitte gibt es im Prinzip ein Kernteam, wo die Leitung, Baudirektion, Straßenbau, Verkehrsbehörde angesiedelt ist. Die treffen sich zweimal im Monat, muss man sagen. Das ist relativ häufig und regelmäßig. Das gab es, bevor das eingeführt wurde, auch nicht. Darüber sieht man in der Mitte die Lenkungsgruppe Radverkehr. Das ist sozusagen eine zentrale Stelle auch für Bürgermeisterin, glaube ich, heißt es dort in Wien, die sich auch sozusagen den Radverkehr auf die Fahne geschrieben hat, und die treffen sich viermal im Jahr, also einmal im Quartal, und sorgen dafür, dass sozusagen der Gesamtbeschluss Radverkehr, den man oben rechts sieht, und das Fachkonzept Mobilität Eingang finden in die konkrete Planung im Bereich dann des Kernteams. Um das Kernteam herum gibt es dann eben auch noch die Bezirke, auch in Wien, deswegen kann man das relativ gut vergleichen, gibt es eben auch noch Bezirke, und gibt es ja dann eben auch diese zwei Ebenen im Prinzip innerhalb der Stadt. Und dazu kommt noch öffentliche Verkehr, Medien, Bürger, Umwelt, Wohnen, Finanzen und so weiter, was sich sozusagen alles um das Kernteam des Radverkehrs, was sich zweimal im Monat trifft, herumgruppiert und dort Einfluss findet. Dann haben wir das hier nochmal aufgeschrieben. Man sieht, dass es auch ein entsprechendes Budget gibt, gerade zum Beispiel für die Mobilitätsagentur, die auch sehr stark im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist. Das heißt also, auch bei öffentlichen Veranstaltungen offensiv auftritt, dafür sorgt, dass zum Beispiel Fahrradparkanlagen auch bei temporären Veranstaltungen in der Stadt stattfinden. Das ist dann eben auch groß angekündigt. Und da sah man zum Beispiel jetzt auch gerade zu dem Song Contest, der in Wien stattfand? Eurovision Song Contest, genau. Da war das eben auch weithin sichtbar, und da sieht man einfach auch, okay, da passiert sozusagen auch in der Außendarstellung einfach viel. Innerhalb der Verwaltung, das habe ich schon gesagt, gibt es eben auch entsprechende Stellen, die für die Radverkehrsinfrastruktur zuständig sind. Und was wir jetzt gemacht haben in der Überlegung, was könnte sozusagen auch in Berlin weiterhelfen? Natürlich ist sozusagen damit nicht alles erledigt und abzuhaken, aber aus unserer Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, zu gucken, was woanders gut funktioniert, und eben zu gucken, würde das auch für Berlin Sinn machen? Und aus unserer Sicht macht eben ein entsprechend ausgestatteter Fahrradbeauftragter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auch Sinn. Dazu muss es auch Fahrradkoordinatoren in den Bezirken geben, regelmäßige Koordinierungsrunden und eine Aufwertung des Landesfahrrads zur Lenkungsgruppe Radverkehr. Wir haben uns da sehr stark an dem Berliner Modell orientiert, weil es eben auch sozusagen diese zwei Ebenen, die ich eben schon sagte, auch hat. Der Fahrradbeauftragte ist sozusagen auch der erste Ansprechpartner. Das sollte eine hauptamtliche Stelle sein und eben auch zuständig für die Umsetzung der Radverkehrsstrategie und auch ein Ansprechpartner gerade für die Öffentlichkeit. Und die Fahrradkoordinatorinnen sind in jedem Bezirk sozusagen zuständig für die Radverkehrsförderung, weil genau dort ja auch das meiste passiert. Das heißt, wir müssen gucken, dass gerade in den Bezirken es die Möglichkeit gibt, dass die ihren Aufgaben und den Anforderungen dann auch entsprechend gerecht werden. Und dazu bedarf es einfach eine bessere Ausstattung. Dazu gibt es die Chance, gerade jetzt natürlich im Jahr der Haushaltsverhandlungen für die nächsten zwei Jahre, da ein bisschen was zu bewegen und rauszuholen. Koordinierungsrunde haben wir sozusagen auch angelehnt an das Wiener Modell übernommen und schlagen zum Beispiel vor, dass die sich eben zweimal im Monat treffen und wo dann eben auch wieder die entsprechenden Beteiligten, die auch mit dem Radverkehr zu tun haben, als auch die, die sozusagen den Radverkehr tangieren, wie zum Beispiel BVG, oder Berliner Wasserbetriebe, BWB, dass die sozusagen auch
daran beteiligt sind und in den Runden einfach dabei sind, um für eine relativ flüssige Planung dort zu sorgen. Dann gibt's den Fahrrad zur Lenkungsgruppe Radverkehr. Den gibt's jetzt, aber wir wollen natürlich, dass das entsprechend aufgewertet wird. Das ist ein Gremium, was sich auch bisher schon trifft. Dazu kann Herr Zanke wahrscheinlich gleich noch viel mehr sagen, als ich das sagen kann. Der ist sozusagen als beratendes Gremium bisher für die Politik auch zuständig, hat aber natürlich keine Möglichkeit, auch Entscheidungen oder Ähnliches zu treffen, die dann sozusagen direkt umgesetzt werden, sondern dort wird natürlich auch über sozusagen Probleme, Herausforderungen und so weiter gesprochen. Und wir wollen natürlich, dass das Gremium, was jetzt auch schon viel Erfahrung mit Sicherheit gesammelt hat und sicher auch schon regelmäßig trifft, dass das eben sozusagen noch eine stärkere Aufwertung erfährt. Das war es erstmal von mir als Einstieg und jetzt bin ich gespannt erstmal, was Herr Zanke sozusagen zu unseren Ideen sagt. Dann habe ich auch noch den konkreten Text mitgebracht. Möglicherweise, wenn es dazu noch Anregungen gibt, kann man den dann auch noch verändern. Ja, und dann würde ich mich auch noch über Beiträge von euch freuen, was ihr noch so zum Radverkehr zu sagen habt. Ja, ich würde dann erstmal Herrn Zanke fragen, gut, was Sie davon halten oder wie Sie das Thema Fahrradbeauftragter eigentlich sehen. Ja, Fahrradbeauftragter ist ja, Herr Baum hat es ja gesagt, schon seit 2004, nee, ich glaube, das hat er nicht gesagt, aber seit 2004 gab es ja die Idee, damals hieß der Senator Strieder, der zuständig war für den Verkehr, und der kam dann auf die Idee, der Radverkehr müsste gefördert werden in Berlin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier bekannt ist, dann erzähle ich nichts Neues. Vielleicht ist es doch ganz interessant, um mal die Historie kurz zu sehen, dann versteht man besser, warum ich nachher vielleicht etwas anders argumentiere, als ihr das so vorhattet jetzt. Ich sage einfach mal euch. Ja. So, also 2004 saß Herr Strieder und hat überlegt, wie kriegst du den Radverkehr gefördert? Ist ja eine tolle Sache, musste man also was tun. Dann entstand also der Berliner Fahrrad und es wurde ein Radverkehrsbeauftragter ernannt. Und da man nun nicht wusste, den schnitzt man sicher nicht, den kannte man nicht, also müsste man den ADFC mal fragen, vielleicht hat der jemanden. Und das war auch so. Also der erste war der Vorsitzende des ADFC damals, der Herr Vöge. Und dann kam danach der Herr Koch, ne? Und dann gab es noch einen weiteren, als Herr Koch dann nicht mehr Fahrradbeauftragter war, für 2 Jahre auch einer, der vom ADFC vorgeschlagen wurde. So, das heißt, immer wieder der ADFC im Spiel, klar, warum? Weil er die meiste Fachkompetenz hatte, so hatte man gemeint. Letztlich, die letzten beiden kannte ich persönlich und kenne sie auch heute noch, und beide sagen, es geht nicht, als Radverkehrsbeauftragter hier in Berlin zu wirken, in dieser großen Stadt. Was willst du da machen als Ehrenamt mit einer kleinen Aufwandsentschädigung? Du bist eigentlich der seelische Mülleimer für die Bürger, nachdem die Mails heutzutage ja Standard sind und jeder Wutbürger 3 Stück am Tag selber schreibt, erstickst du in diesen ganzen Mails und zu beantworten. Und damit ist der Tag schon mal um, das geht also gar nicht. Derjenige muss ja selber auch irgendwie arbeiten. Also ist damit ein ehrenamtliches Engagement schon ausgeschlossen. Und dann hat man du hast ja die Zahl gerade rangeworfen, hier 2012 lief das aus. Es geht immer mit der Legislaturperiode, so wie alle Beauftragten, ob nun Integration oder wie auch immer, die werden ja ernannt. Das heißt also, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist mit der Vergütung, aber zumindest sind es ja wahrscheinlich auch ehrenamtliche Leute. Also man hat aber das Amt des Fahrradbeauftragten nicht mehr neu besetzt. So, und jetzt kam die Idee, wir werten den Berliner Fahrrad auf, machen noch mehr Sitzungen, und das sollte dann reichen. Das war die Senatsvorstellung. Und nach der letzten Wahl. Und wie die letzte Wahl ergeben hat, weiß ja also jeder, dass eine große Koalition sich ergeben musste. War für uns auch überraschend, aber sie ist in dem Falle hinderlich.
wir wissen auch warum. Ihr wisst es vielleicht viel besser als ich zu beurteilen. Es ist ein schwerfälliger Koloss geworden und man setzt sich selbstgefällig hin und sagt, naja, für den Radverkehr machen wir ja eigentlich schon alles, die Verwaltung. Da gibt es ja so viele Leute bei Sennstadt um und die sind eigentlich alle Fahrradbeauftragte, weil jeder hat ja, wenn er irgendwas zu planen hat, obwohl er mit Radverkehr in erster Linie ja nichts zu tun hat, aber wenn auf der Straße was gemacht werden muss, was gebaut werden muss, ist ja Radverkehr meistens irgendwie mit dabei und wenn es ein kleines Stückchen Radstreifen ist. So, und so versteckt man sich dahinter. Und da hat der ADFC gesagt, dann machen wir nicht mit und hat mit den anderen Verbänden wie VCD und BUND, weil wir diesen verbändeübergreifenden Bereich auch sehen, dass Gemeinsamkeit stark macht, und haben gesagt, jetzt müssen wir hier was Neues, wir wollen was Neues haben, so geht's nicht weiter. Und dann hat man uns aber gesagt, okay, wir machen noch mehr Sitzungen, so wie schon vorgeschlagen wurde, so ähnlich wie in Wien, hatten wir uns das vorgestellt, aber Pustekuchen, aus den 4 Sitzungen im Jahr, also eigentlich Tag der Fahrrad, der Berliner Fahrrad, nur einmal im Jahr, so war es immer davor. Also im Grunde genommen, da wird irgendwas erzählt, was natürlich alles mit Radverkehr zu tun hat, aber keine Entscheidungen werden da getroffen. Mehr oder weniger ein Erfahrungsaustausch ist es noch nicht mal. Da kommen Referenten, also federführend ist Sennstadt um, fragt ruhig immer gerne mal zwischen. Der Berliner Fahrrad, genau. Das heißt also, dieses Gremium müsst ihr mal schnell mal aufschlagen im Internet, wer da alles drin ist. Auf der Seite bei Sennstadt um steht es ja drin. Ich glaube 20, 25 verschiedene Institutionen, neuerdings auch IHK und alle BVG, S-Bahn, ÖPNV ist komplett vertreten, muss auch sein. Klar, weil wir ja da eine Schnittstelle haben, dann natürlich Polizei und VLB und. Also sind alle da. So, und wenn und könnt ihr euch ausrechnen, an einem Tag, da sitzen 25 bis 30 Leute und jeder sagt nur eine Minute. Was, ne, wisst ihr, wie lange das dauert? Also der Tag ist dann schnell um. Also konstruktive Arbeit kannst du da nicht erwarten. Ja, die kommt also da nicht zustande. Auch wenn 3 oder 4 Mal im Jahr getagt wird, was jetzt der Fall ist. Ja. Warum ist das der Fall? Das hat sich geändert, indem wir Druck gemacht haben. Dass wir gesagt haben, wenn es keinen Fahrradbeauftragten gibt, müssen wir also uns mehr entsprechend austauschen, müssen wir mehr auch von den Senatsstellen hören, was ist geplant, was wird gemacht. Ja. Dann kam dazu, dass es jahrelang, oder ein Jahrzehnt lang kann man genau sagen, nämlich von 2004 bis 2014 eine Agentur macht. Der Senat hat also eine Agentur beauftragt, die diese Koordination macht, die also Protokoll schreibt und. Es war die Firma Spat und Nagel, eigentlich eine bekannte Planungsfirma, die auch mit Radverkehr eine Menge Ahnung hat, kann man nicht anders sagen. Bloß irgendwann ist jede Ära mal zu Ende und dann ist jetzt die DIFU der Partner geworden vom Senat, was wir eigentlich auch begrüßen, weil nämlich da frischer Wind reinkommt. Tilman Bracher ist ja bekannt als Vertreter der DIFU, der auch mal aus dem ADFC, da war mal Vorsitzender des ADFC. Das heißt also, da sind auch die Fachleute, die wirklich die Kompetenz haben dafür. Und jetzt ist das im Berliner Fahrrad so geregelt, dass, und jetzt kommen wir genau zum Thema, Radverkehrsstrategie. Kennt jeder, denke ich mal von euch. 26 DIN A4 Seiten aus dem Netz abrufbar plus vier Seiten sogar noch, Anhang, wo alle Handlungsfelder und Maßnahmen drinstehen. Das heißt also, es gibt im Grunde genommen ein komplettes Papier, was auch fortgeschrieben wurde und was wiederum rechtliche Bedeutung hat. Alle Abgeordneten haben ja darüber zu befinden gehabt, 2013, da habt ihr abgestimmt im Abgeordnetenhaus über die Radverkehrsstrategie, dass sie fortgeschrieben wird und der Senat hat sie in Kraft gesetzt. Ne? Ja, wobei die kam vom Senat. Das heißt, Die Vorlage. Na klar, sie kam vom Senat, aber gut, das ist vielleicht nicht so rübergekommen, mitgearbeitet hat unter anderem eben der BUND, der VCD, der ADFC, der ADAC natürlich auch. Also alle möglichen Gremien sind dabei und reden da mit. Und wenn viele mitreden, kommt meistens ja ein bisschen Kompromiss raus, okay. Aber letztlich, es kam was bei raus. Und wenn ihr die euch richtig mal durchlest, dann sind eigentlich viele
sehr viele Dinge drin, die eigentlich logisch sind, wo man sagt, aha, sie sind aber noch nicht umgesetzt. Und an diesen Handlungsfeldern habe ich mich jetzt mit meinem Vorstand in den letzten Monaten abgearbeitet. Und es ist etwas, ich sagte das vorhin ja schon, 6 Tage zu früh. Wir geben das am nächsten Dienstag raus in einer Pressekonferenz, ein Umsetzungskonzept zu der Radverkehrsstrategie, zu den Handlungsfeldern, um deutlich zu machen, mit ganz klaren Fakten, Vorschlägen, wenn die umgesetzt werden, dann bringen wir den Radverkehr nicht nur, was wir nachzuholen haben, sondern wir bringen ihn dann wirklich auch voran. So, dass ihr natürlich auch ein Konzept jetzt habt, und ich weiß ja auch von anderen, außer den Regierungsparteien, da ist scheinbar Stillruht der See im Moment, was den Radverkehr betrifft, aber die anderen Oppositionsparteien haben entsprechend ähnliche Dinge vor und sind auch dabei, irgendwas zu stricken. Und wir haben dieses Papier auch deswegen erarbeitet, natürlich um den Radverkehr voranzubringen, sondern auch um euch, um alle Politiker, egal ob jetzt fürs Abgeordnetenhaus oder für die Bezirksverordnetenversammlung, zu sensibilisieren und zu sagen, guckt mal hier, wir gucken uns vielleicht auch nochmal gemeinsam eure Papiere damit an. Und dann kriegt man ja sicherlich Schnittstellen dabei heraus und sagt, aha, übernehmen wir oder machen wir vielleicht doch unseren Vorschlag. Oder ja, wir können auf jeden Fall, wenn das überall auch publiziert wird in den Medien, so viel Druck erzeugen, hoffe es, dass es klappt, dass also wirklich dann auch mal der Stein ins Rollen kommt. So, das wäre jetzt erstmal für mich diese Einleitung, um auf die Radverkehrsstrategie zu kommen und auf den Fahrradbeauftragten zu kommen. Und vielleicht noch... Nee, der fehlt noch. Ja. Da fehlt noch der letzte Satz. Welche Rolle spielt der in diesem Papier, was in 6 Tagen öffentlich wird? Genau. Wobei ich jetzt noch kurz einwerfen muss, ich bin auf den Druck und auf die Aktivität durchaus gespannt, weil ich würde mir noch sehr viel mehr als in der Vergangenheit wünschen, dass man den ADFC auch sozusagen an viel mehr Stellen einfach wahrnimmt. Ob das jetzt im Netz ist, ob das mit Aktionen ist, ob das im öffentlichen Stadtraum ist und so weiter. Aber Sie wollten noch was zum Fahrradbeauftragten beziehungsweise auch vielleicht zu der Frage, spielt der eine Rolle in dem Papier, sagen? Der Fahrradbeauftragte als Person spielt in dem Papier keine Rolle. Also wir haben uns von der Vorstellung, das denke ich, ist wahrscheinlich schon rübergekommen, jetzt auch aus unserer Sicht, es hat keinen Sinn, einen Ehrenamtlichen gibt es sowieso nicht, das ist klar. Selbst einen Hauptamtlichen, da müsste man jetzt die Frage stellen, und dem Ball spiele ich einfach mal hier zum Andreas Baum, weil einfach... der hat keine Funktionsmöglichkeiten, also keine Direktiven. Das heißt, der darf doch gar nichts bestimmen. Ich sage mal nur als Beispiel. Der Bezirk, aus dem ich komme, heißt Reinickendorf. Da hat der Stadtrat gesagt, wir fördern den Radverkehr und machen einen bezirklichen Fahrrad. Wir haben überall Fahrräder in den einzelnen Bezirken, bis auf einen. Marzahn-Hellersdorf ist jetzt der letzte, der noch keinen hat. Du hast einen, und zwar... der ist nur noch nicht aktiv. Den hat es bisher noch nie gegeben. Das ist durchaus richtig. Ich habe zwei Jahre lang mir die berühmten Hörner abgerannt und Herrn Spalleck auf die Hörner versucht zu nehmen. Und Herr Spalleck hat es immer abprallen lassen. Es war sogar so, dass im Verkehrsausschuss ich zweimal Rederecht bekam und dort in dem Verkehrsausschuss die Vorzüge und warum man so ein Fahrrad braucht, dargestellt habe, sogar mit einer PowerPoint-Präsentation. Dann war die SPD überzeugt, die Grünen eh. Der eine Linke, der wusste eigentlich ja nicht so richtig, mit Radverkehr anzufangen. Okay, das ist nun persönlich, aber es hat dann nachher geklappt, sodass selbst CDU-Leute dafür gestimmt haben und die BVV hat es beschlossen. Und das ist der Punkt, der ja dann da folgt. Also wenn der Verkehrsausschuss sich was ausdenkt, ist es immer noch nicht durch, da gibt es eine Beschlussempfehlung und dann hat es die BVV beschlossen. Kannst du wahrscheinlich jetzt im Netz nachlesen. Es ist nur noch nicht dazu gekommen, dass es diese konstituierende Sitzung gegeben hat. Ich habe also an alle Bezirke die Geschäftsordnungen, die sich jeder Bezirk wieder selber geben darf, als Mustergeschäftsordnung
verteilt. Und dann hat jeder Bezirk sich so ein bisschen selber was gestrickt. Ist ja auch gut, aber soweit ist jetzt leider Mitte noch nicht, dass sie aktiv sind. Aber wir sind einen Schritt weiter und zwar ganz entscheidenden Schritt. Und du freust dich. Das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt komme ich mal auf Reinickendorf. Da hat Reinickendorf, der Bezirksstadtrat, der überhaupt mit Radfahren nur schick findet. Und wenn wir ihm das Rad aufpumpen, fährt er auch mal mit uns mit. Aber ansonsten fährt er gar nicht Fahrrad. Aber er fand es gut. Inzwischen weiß ich nicht, ob er es wirklich noch gut findet, weil wir ihm ja unbequeme Arbeit machen. Nicht? Er muss ja dann mit seinem Tiefbauamt oder SGA, wie es auch immer heißen mag, muss er was tun. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt auch noch einen, ich weiß nicht, ob er Angestellter oder zumindest, ich glaube, der ist sogar Beamter, im Bezirksamt als Fahrradbeauftragten ernannt. Also wir hatten Fahrradbeauftragten. So, und dieser Fahrradbeauftragte, ich bin Sprecher dieses Fahrrades, das ist wieder noch eine Funktion, okay. Aber letztlich, der Fahrradbeauftragte müsste eigentlich die Hauptarbeit machen. Und da passiert es so, er ist im Stadtplanungsamt angesiedelt und geht jetzt zu seiner Kollegin, die Leiterin des Straßen- und Grünflächenamtes ist und sagt, ich will wissen, was in der Straße für eine Radverkehrsmaßnahme da ist. Ich will gerne mitreden. Dann sagt die, muss ich dir nicht erzählen, will ich nicht. So, das sind also die Dinge, ja. Deswegen, jetzt komme ich nämlich wirklich auch auf Berlin gesehen, der Fahrradbeauftragte, wenn ihr jetzt, ob ehrenamtlich oder sogar, wenn der hauptamtlich eingesetzt wäre, der würde doch bei Sennstadt angesiedelt sein. Und was hat er denn für Befugnisse? Die musst du erstmal als Politik durchsetzen. Und da musst du Mehrheiten haben, denke ich mal. Und die musst du, die kriegst du ja nicht, weil ja, egal wie es jetzt bei der nächsten Wahl ausgeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da CDU und SPD mitmachen. Und dann hast du das nicht gesetzlich geregelt. Dann hast du also keine Chance, dass der wirklich sagen kann, so Freunde, da an der Straße machen wir jetzt sofort eine Radverkehrsanlage. Das ist nämlich ein Problem, was wir als ADFC, ich könnte da aus den stundenlang drüber euch einiges erzählen, was alles so läuft, wenn Sennstadt es sind ja nicht nur Leute da, die nicht richtig arbeiten, die arbeiten ja auch richtig, auch bei der Verkehrslenkung Berlin, muss man ja sagen. So, die haben einen Plan fertig und sagen, bitte, wir wollen auf dieser Hauptstraße, auf allen Hauptstraßen, ist Konsens. Leiter ist ja Wohlfahrt von allem, ist ja Nachfolger von Guggenthaler geworden, hat mir in zwei Gesprächen bestätigt, jawohl, wir ziehen das mit und durch, wir wollen, dass auf allen Hauptstraßen eben diese Radstreifen kommen, so, zur Sicherheit des Radverkehrs. So, jetzt sagt Sennstadt ich will da unten auf der Hauptstraße einen Radverkehrsstreifen haben. Und dann kommt der Bezirk, egal welcher jetzt, und wird gefragt. Man muss gefragt werden in der Planung, denn der Baulastträger, der Straßenbaulastträger ist der Bezirk. Und der sagt, nee, das kommt nicht drauf an, der muss umsetzen. So, und der muss auch die Pläne machen. Der ist nicht für alle Straßen der Straßenbaulastträger. Doch, im Gegenteil. Welche denn nicht? Zum Beispiel Altmorbid, da wo, das kommt auf die Funktion der Straße in der Straßenhierarchie Berlins an. Also haben wir gerade bei einer Baustelle mit katastrophalen Beschilderungen, da hat der Zuständige des Bezirks gesagt, das macht die VLB, weil das eine übergeordnete, überbezirkliche Straße ist. Da ist dann der Senat und im Beauftragten des Senats die VLB zuständig und die Bezirke haben selbst für die unsinnigsten Schilder keinen Einfluss, die zu ändern. Das habe ich gerade durchgebrochen. Und das kommt auf die Hierarchie in der Straßenverkehrs. Die sind ja gekennzeichnet. Da gibt es die überbezirklichen, die Hauptverkehrs, die Durchgangsstraßen. Und da gibt es noch so eine mittlere Hierarchie, nachgeordnete. Und dann kommen die Seitenbereiche mit den Tempo-30-Zonen. Und davon hängt ab, wer die Straßenbaulast hat und so weiter. Auch, genau, welche Funktion die im Berliner Straßenverkehrsnetz hat. Dann müssen die auch das Geld haben. Dann müssen die auch das Geld haben, die Bezirke. Die haben ja kein Geld. Also ich könnte es genau erklären. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt vielleicht ein bisschen abgleiten. Aber das spielt eigentlich keine Rolle für das Thema, nämlich für den Radstreifen, der dahin gemacht werden soll. Darf das eigentlich keine Rolle spielen. Wer dazu direkt zuständig. Also, da müssen wir noch mal drauf eingehen. Aber also es ist tatsächlich so, dass es gerade bei den
bei der größten Straßenkategorie so ist, dass tatsächlich auch die Verkehrslenkung Berlin mitentscheidet, kommt dann Radverkehrsstreifen hin oder nicht. Und das kann natürlich auf der einen Seite ein Vorteil sein und kann aber natürlich auch ein Nachteil sein. In Wien zum Beispiel wurde berichtet, dass es dort so war, dass alles in bezirklicher Zuständigkeit war und erst in dem Moment, und da würde ich jetzt auch noch mal gerne direkt drauf eingehen, sozusagen, was bringt das eigentlich und was bringt auch so ein Radverkehrsbeauftragter? Ein ganz entscheidendes Element ist natürlich immer, dass sozusagen ganz oben an der Politik der politische Wille da ist, den Radverkehr entsprechend zu fördern, ihm eine Priorität einzuräumen in der Verkehrspolitik. Und auf meine Nachfrage gerade in Potsdam zu dem Wiener, der dort eben berichtet hat, was da verändert wurde und welche Strukturen es dort gibt, war genau das auch sozusagen der Hinweis an Platz 1 auf meine Frage und als Antwort auf die Frage, was war denn der entscheidende Faktor, damit diese starke Veränderung, die dort in den letzten Jahren stattgefunden hat, auch wirklich stattfinden konnte. Und das muss man natürlich immer berücksichtigen. Man kann noch so viel Macht den Bezirken geben, man kann noch so viel Geld zur Verfügung stellen, was dann nicht abgerufen wird möglicherweise. Man kann noch so viel Radverkehrsbeauftragte haben. Wenn der politische Wille fehlt, dann ist das alles im Prinzip nutzlos. Aber man kann natürlich dafür sorgen, dass sozusagen man bestimmte Strukturen und Konfigurationen und Dinge einfach in der Stadt bereitstellt oder sich darum kümmert, damit dann in dem Moment, wo es dann auch durch äußeren Druck, durch inneren Druck, durch eine Veränderung auch der Beteiligten und Verantwortlichen hin zum Fahrradverkehr, dass das sozusagen dann auch eine Umsetzung erfahren kann. Und deswegen glauben wir halt und finden das für sinnvoll, dass es eben den Radverkehrsbeauftragten mit entsprechenden oder mit mehr Entscheidungsbefugnissen als bisher gibt. Unsere Idee, wir hatten uns das auch mal aufgemalt, war im Prinzip auch eine Stabsstelle, die dort entsprechend in dem Organigramm dann auch in der Senatsverwaltung mit angesiedelt ist, was natürlich nichts bringt. Und da, glaube ich, sind wir uns alle einer Meinung, wenn man jetzt einfach nur sagt, man hat wieder einen ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten in Berlin, das wird nicht eine entscheidende Veränderung mit sich bringen. Ja, gibt es noch Fragen oder Anregungen oder Berichte sozusagen aus den Bezirken oder aus der alltäglichen Erfahrung, die ihr im Radverkehr habt und wo ihr euch wünschen würdet, dass es vielleicht jemanden gibt, den man dann auch mal direkt darauf ansprechen kann und der direkt sozusagen auch für eine Veränderung sorgen kann. Weil bei mir ist es immer so, ich habe dann auch tatsächlich mal im Ausschuss gefragt, an wen soll denn sich jemand wenden, der sozusagen an der Stelle oder mit irgendeiner Baustellenführung oder ähnlichem ein Problem hat. Eine Sache löst sich gerade so ein bisschen auf, wobei das auch noch nicht ausgestanden ist. An der Warschauer Straße habe ich gestern gesehen, wurde neu markiert. An der Brücke am S-Bahnhof gibt es dort jetzt wieder die sag ich mal, normale, dass die Baustelle oder dürfte jetzt entweder, müsste eigentlich heute spätestens verschwunden sein, da gibt es dann auch wieder mehr Platz für den Radverkehr, als es während der Baustelle war. Aber da gibt es immer mal wieder Situationen, wo man sich eigentlich wünschen würde, okay, man hat jemanden, den man sozusagen direkt ansprechen kann und der sich der Sache auch annehmen kann und sozusagen innerhalb der Verwaltung dann auch dafür Sorge tragen kann. Die Antwort war einfach nur ein großes Fragezeichen im Gesicht, also bisher gibt es da tatsächlich niemand, an den man sich da vielleicht am besten mal wenden kann? Also das kann ich so nicht stehen lassen. Insofern, ich will jetzt nicht die Senatsverwaltung in Schutz nehmen, aber Fakt ist, machen wir erstmal die Warschauer Straße. Warschauer Straße ist ja sehr viel befahren, ist natürlich auch sehr stark befahren vom Radverkehr. Und als diese Baumaßnahme begonnen hat, waren wir vorher schon in der Planung auch mit beteiligt. Das heißt also, Senstadt ist zum ADFC gekommen und hat gesagt,
guckt mal rauf auf die Pläne, ob das so okay ist. So, dann haben wir auch Vorschläge gemacht, die nachher dahingehend münden, dass die Radverkehrsanlage in einen Radfahrstreifen in Mittellage zur Frankfurter Allee hin führt, dass du also geradeaus fahren kannst und nicht von rechts abbiegenden Kraftfahrzeugen überfahren und übersehen wirst, ne? So, genau, zum Linksabbiegen genauso. So, wir haben also den ganzen Plan durch, das ist schon 3-4 Jahre her, logischerweise. So, und nun kam die Bauphase und in der Bauphase gab es böse Mails, die dann bei mir zum Beispiel landen. Und der sich da so sehr engagiert hat, mit dem habe ich natürlich sofort Kontakt aufgenommen. Und dann habe ich Herrn Lange, ist der Chef der Verkehrslenkung Berlin, im Fahrrad. Zufällig gab es eine Sitzung an dem Tag und da sind wir beide aufs Fahrrad gestiegen nach der Sitzung und sind da hingefahren, haben geguckt. Und dann hat er seinen Leuten entsprechende Anweisungen erteilt, die natürlich nicht auf die Resonanz in positiver Form auf die Radfahrenden dort getroffen ist, weil eben unterschiedliche Auffassungen da sind. Da gibt es also Rechtsvorschriften, warum und wie du was umleiten kannst. Natürlich idiotisch war, und diese Idiotie, die hat monatelang leider angehalten, dass praktisch der Radfahrende mit diesem Schild gemeinsamer Geh- und Radweg auf den Gehweg geleitet worden ist, wo diese Imbissbude ist, also in diesem Bereich, wenn du jetzt also Richtung Frankfurter Allee fahren bist, wo du gar nicht fahren kannst, weil da hunderte von Menschen sind. Das ist noch Baustellensituation jetzt diese Beschreibung. Das ist noch ein Provisorium. Das ist alles, wir reden immer noch von dem Provisorium, von der Baustelle. So, und dann hat die Verkehrslenkung, was aber keiner so richtig begreifen wollte und ich selber auch nicht begriffen habe, also als ich dann aber mit dem Lange da lang gefahren bin, da gibt es also einen riesengroßen Mittelstreifen, breiten, 3-4 Meter breit, der auch mit einer wassergebundenen Decke richtig vernünftig ist, nicht asphaltiert, aber wassergebundene Decke, und den hat man freigegeben als Gehweg Radfahrer frei. Und das haben aber die meisten ignoriert, weil sie eben also zu den schnelleren Radfahrern gehören und sagen, ich muss doch nicht da fahren, denn dieses Schild sagt ja eigentlich, du darfst nur 7 km/h, also Schrittgeschwindigkeit fahren, und außerdem musst du erstmal queren, und macht keiner, sondern man will einfach weiterfahren. Und wir haben immer gesagt, nimm doch einfach das Schild weg und du schwimmst als Radfahrer einfach mit dem Verkehrsstrom mit, was natürlich auch ja nicht so möglich war. Ich habe selbst ein paar Mal ausprobiert, weil die Baustelle so schmal, also so breit war und die Fahrspur so schmal war, dass du an diesen stehenden Kolonnen nicht mal vorbeigekommen bist. Du müsstest da so ein bisschen durch die Baustellen, ja, du nickst, ich habe selber schon ein paar, ich habe es zigfach durch, also es ist eine Situation, also eine ganz schlechte Situation dort. So, aber nun kommen wir zum Grundsätzlichen. Berlin hat 5400 Kilometer Straßen, wenn du die alle hintereinander addierst an Kilometern. Davon sind 3800 Kilometer Tempo 30 Zonen und 1600 Kilometer Hauptstraßen. Die Hauptstraßen unterliegen Sennstadt-Umm und der Verkehrslenkung Berlin, und die 3800 Kilometer Tempo 30 Zonen, hier jetzt die Straße zufällig nicht, aber alle Nebenstraßen jetzt hier sind Tempo 30 Zonen, obliegen dem Bezirk. Und der Bezirk muss weder die Verkehrslenkung noch sonst wen fragen, was er mit dieser Straße macht. Und die untere Straßenverkehrsbehörde ist auch in jedem Bezirk angesiedelt, ist dann zuständig für die Anordnung von Schildern und. Ja. So, und in diesen Tempo 30 Zonen gibt es, jetzt reden wir wieder für den Radverkehr, keine Radverkehrsanlagen. Die Straßenverkehrsordnung sagt, da gibt es nur Mischverkehr. Das ist also schon seit der letzten Novelle festgeschrieben. Das heißt also, Bürger fragen mich ziemlich häufig, warum wird in meiner Straße nicht da ein Radweg gemacht? Denn es ist eine Tempo-30-Zone, damit hat sich die Sache erledigt. So, und diese 1600 Kilometer Hauptstraßen, zu der auch diese da gehört, aber nun kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da einen Schutzstreifen machen. Es sei denn, du nimmst Parken weg irgendwo auf einer Seite, ne? Ist ja klar. Und dann hast du das Problem. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem. Sennstadt-Umm sagt, ja klar, Hauptstraßen wollen wir überall so einen Schutzstreifen haben. ADFC sagt das ja auch, prima, freue ich mich, dass der das auch so sieht. Aber der Bezirk Mitte oder wer auch immer sagt, nö, in der Straße möchte ich das nicht. Und da entscheiden Leute im Verkehrsausschuss, in der Bezirksverordnetenversammlung, die sagen, was für die Radfahrer, da sollen wir so einen Schutzstreifen machen, wozu denn das? Also die reden wieder besseren Wissens, ja, selbst sogar Verkehrsfachleute, die es eigentlich nach meiner Überzeugung sein müssten, die im Verkehrsausschuss sitzen, die jahrelang drin sitzen,
bin da also in den Verkehrsausschusssitzungen immer mit dem Kopf schütteln. Die kennen nicht mal die Straßenverkehrsordnung richtig, aber sie stimmen ab. Und dann sind es politische Entscheidungen und keine fachlichen Entscheidungen, die der Verkehrssicherheit dienen. Ja, das ist also eine bittere Erfahrung, die man machen muss. Es gab in einem Bezirk schon einen Radfahrstreifen, der markiert war. Da ist also schon Geld ausgegeben worden. Und dann gab es eine Wutbürger-Demonstration, die gesagt haben, da waren unsere Parkplätze alle weg und da habt ihr uns nicht gefragt. Und dann hat der Bezirk das wieder gekippt. Und seitdem sagt die Verkehrslenkung Berlin, wir ordnen keinen Schutzstreifen oder Radfahrstreifen mehr an, wenn nicht der Bezirk, die Bezirksverordnetenversammlung das wirklich abgestimmt hat. Ja, muss man sich mal vorstellen. So, und wir haben in Berlin, und das ist meine leider negative Erfahrung, der Föderalismus ist eine schicke, schöne Sache, aber in dem Falle ist er sehr hinderlich. Wir haben 12 Bezirke, sagen wir mal über den Daumen, 300.000 Einwohner, macht rund 3,6 Millionen, dann kommen wir ungefähr hin. So, und da haben wir 12 Bezirksbürgermeister, 12 Stadträte, die alle mitreden wollen und die ganzen Verwaltungsleute, die kriegst du schwer unter einen Hut. Deswegen ist so eine Stadt wie Frankfurt am Main, finde ich ja toll. Oder Karlsruhe ist zum Beispiel ein Musterbeispiel. Die habe ich mir selber angeguckt, waren wir auch eingeladen, haben gestaunt, wie die innerhalb von 10 Jahren den Radverkehr von 0 auf 100 praktisch hochgefahren haben. Warum? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Da fängt's an. Der Bürgermeister, seine Stadträte, alle sind dafür. Und dann funktioniert's. Ja, danke für das Stichwort. Ich habe mit dem neuen Senator Herrn Geisel heute im Bauverkehrsausschuss zu tun gehabt. Da ging es nicht um Fahrradverkehr, sondern um einen Antrag von der CDU und SPD, unter anderem, dass der Senat sich dafür einsetzen soll, dass der 17. Bauabschnitt der A100 gebaut werden soll. Und angemeldet ist er ja schon längst im Verkehrswegeplan. Da sieht man auch, die Finanzierung findet bei den Autobahnen durch den Bund statt. Das heißt, man kann da also eine große Straße bestellen, die man selber gar nicht bezahlen muss, wo man nur Planungsleistung ähnliches als Stadt dann oder als Land ausgeben muss. Zu dem Thema der Überbezirklichkeit oder was passiert da? In Wien war das auch so, dass sozusagen die Bezirke für die Infrastruktur auch des Radverkehrs zuständig war. Das wurde geändert. Inzwischen sind sie nur noch für die Unterhaltung zuständig, aber zum Beispiel nicht für die Einrichtung von neuen Radverkehrsanlagen. Das wird inzwischen auch nach harten Kämpfen zentral gemacht. Aber da sieht man auch wieder, wenn der politische Wille da ist, dann kann so etwas helfen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn der politische Wille nicht da ist. Wir sehen und hören, dass noch viel zu tun ist beim Radverkehr. Ich glaube, das ist einfach hilfreich, wenn man da tatsächlich alle an jeder Stelle dafür sorgt und dafür kämpft, dass es vorangeht. Auch wir werden ja am 26.06. noch unsere große Veranstaltung haben zum Thema Fahrscheinlos. Wo der Radverkehr, wird vielleicht einige überraschen, tatsächlich auch eine nicht untergeordnete Rolle spielen wird, worüber ich sehr froh bin, weil es letzten Endes darum geht, dass man einfach möglichst viel Verkehr im sogenannten Umweltverbund abwickelt. Das ist einfach aus ganz vielen verschiedenen Gründen sinnvoll und dazu gehört eben auch der Radverkehr, aber eben auch Bus und Bahn. Und da würde ich mich freuen, wenn natürlich da auch der eine oder andere, der dieses jetzt gesehen hat, auch noch vorbeikommt und sich anmeldet bei uns unter fahrscheinlos.piratenfraktion-berlin.de. Und dann danke ich fürs Zugucken und würde an dieser Stelle Schluss machen und mich gleich noch freuen auf die Gespräche hier ohne Mikrofon. Vielen Dank fürs Kommen, Bernd Zanke. Und ich bin gespannt, was nächste Woche wir da zu hören kriegen. Ja, ich bedanke mich auch, freue mich jetzt auf rege Diskussionen, können wir ja gerne noch führen. Und wie gesagt, wir haben im nächsten Dienstag, stellen wir das vor, ein Konzept und ich sag mal nicht nur 3, 4, 5 Sätze, sondern einige Seiten zu Papier gebracht, wo wir uns davon erhoffen, dass wir Unterstützung bekommen.
denn nur, wenn die politischen Parteien dahinter stehen, kommen wir da zum Ziel. Denn da sind Dinge drin, die dann wirklich den Radverkehr nach vorne bringen. Dankeschön.